Lieber Urs, ich habe soeben deine Nachricht erhalten und mir vorgenommen, das noch dieses Jahr in Angriff zu nehmen. Denn es ist wirklich unglaublich, was du mit uns Frauen zustande bringst. Ich habe sogar mit meinen Kolleginnen gesprochen, die Hausgeburt machten. Die haben mir gesagt, also in diesem Zustand würde ich es nicht wagen, zu Hause ge zu gebären. Denn beim ersten Kind habe ich gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die mehr als ein Kind haben. Während der Geburt habe ich das gedacht. Inzwischen habe ich vier Kinder. Beim dritten und auch beim vierten war ich beim Kurs, bei deinem Kurs. Und das vierte, eben wie erwähnt, war zu Hause. Das war die erste Geburt zu Hause. Und ich würde sie immer wieder zu Hause machen, wenn ich noch mehr Kinder hätte. Denn wir haben eine Aufstockung gemacht bei uns zu Hause und das Kind kam sozusagen auf unserer Baustelle zur Welt. Währenddem, dass ich mein Kind natürlich in meinem abgeschlossenen Zimmer geboren habe, waren Gipser im Haus, die das Treppenhaus gestrichen haben. Der Stromer war im Haus, der wäre im Haus. Und der Bodenleger wollte noch vorbeikommen, sogar der Storenbauer war noch um das Haus herum. Und es ging wirklich super. Die Geburt zu Hause sogar noch mit einem Sterngucker. Also lieber Urs, ich danke dir vielmals, dass du so etwas für mich, für uns möglich gemacht hast. Dankeschön.